Ich habe das Produkt hier getestet. Das ist das Feuchtigkeitsserum mit Niacinamid von No Make-up. Und wie ich mit dem Produkt zurechtgekommen bin, erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco. Und wir sprechen heute über dieses Serum hier. Das ist ein Niacinamid-Serum von No Make-up. Und wie ich damit zurechtgekommen bin, erzähle ich dir selbstverständlich in diesem Video. Ich möchte dich aber erstmal auf mein letztes Video darauf hinweisen. Das ist die Creme aus der Serie und wir verlosen heute auch von dem Serum drei Produkte. Und bei der Creme gibt es eben auch drei zu gewinnen. Also wir suchen jeweils drei Gewinner, also sechs insgesamt. Und falls du Bock hast, bei dem Gewinnspiel mitzumachen, bei der Creme, guck dir das Video selbstverständlich mal an. Aber jetzt soll es hier um dieses Serum hier gehen. Ich bin selber Typ Mischhaut. Also ich habe hier so Bereiche, die sehr trocken sind. Da muss ich immer ein bisschen aufpassen. Aber hier, dieser Bereich hier ist richtig fettig. Und da habe ich mit Niacinamid die besten Erfahrungen gemacht. Ich bin in einem Video mal ein bisschen näher auf den Inhaltsstoff eingegangen. Verlinke ich dir mal unter dem i. Da erfährst du mal, welche positiven Eigenschaften Niacinamid eigentlich hat. Das geht ganz kurz, paar Minuten nur. Und ich habe selbst bei dem Serum wieder gemerkt, also mir war wichtig, dass ich das 4 Wochen lang testen darf. Es ist eben auch wichtig, um die 120 Stunden Feuchtigkeitsreservoir aufzubauen. Und das merkst du auch, ne? Also vielleicht nicht in der ersten Woche, aber so. Im Nachhinein merkt man schon so, ah, die Haut ist praller, die ist nicht mehr so fettig und du hast so das Gefühl von gesunder Haut. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, weil zum Teil haben wir fettigen Hauttypen auch so trockene Haut zum Teil und das ist eben ein Anzeichen dafür, dass du eben zu viel zu wenig Feuchtigkeit in der Haut hast. Hier wurde wieder mit dem Blue Beauty Prinzip gearbeitet. Das bedeutet Recycling, Upcycling und Ocean Safe. Du findest also in diesen Produkten kein Mikroplastik. Und dass sie eben bei dieser blauen Serie eben jetzt darauf geachtet haben, ohne Duftstoffe zu arbeiten, ist halt eine richtig tolle Sache. Also man hat tatsächlich auf die Community gehört. Und das ist auch das, was ich immer sage. Wenn du Produkte von einem Unternehmen kaufst und du mit einer Sache nicht einverstanden bist, teil das dem Unternehmen mit, sonst wird sich da nie was ändern. Und Duftstoffe, das musst du dir halt, das musst du halt verstehen. Ein Duftstoff hat in einem Produkt im Endeffekt keinerlei Wirkung, außer sensorische Wirkungen. Also um dich irgendwie an bestimmte Dinge zu erinnern, um dich zu beruhigen. Und man kennt diese Handlung, wenn man im Laden ist und eben mal kurz riechen möchte. Wie riecht das Produkt, ne? Und das wissen wir, wir Leute. Also denkt daran, Duftstoffe haben in Produkten im Endeffekt nichts zu suchen. Ich habe zum Thema Duftstoffe auch schon ein Video gemacht. Das kann ich dir gerne mal unter dem i verlinken. Das ist halt nun mal Fakt, wenn du ein Produkt verwendest, wo Duftstoffe enthalten sind und du hast fettige Haut, können diese Duftstoffe deine fettige Haut noch mehr triggern. Also ist es dann kontraproduktiv. Du bekommst hier 20 Milliliter für 14,95 €. Das ist eine Größe, die kannst du aufbrauchen. Ich habe mal den Fehler gemacht und habe eine Großgröße bei Amazon von einem Produkt gekauft. Das habe ich hier auch schon vorgestellt. War ein Versehen. Und ich bin echt erschrocken, als es hier angekommen ist. Wenn du so ein Produkt nicht innerhalb dieses Ablaufdatums aufbrauchen kannst, hast du nichts gespart. Und 14,95 € ist wirklich ein guter Preis für so ein Produkt. Da kannst du echt nichts sagen. Zusätzlich kannst du es halt wirklich jederzeit im DM kaufen. Ich habe schon oftmals No entweder in meinen Kommentaren empfohlen oder auch an Bekannte oder so, weil die Sachen halt echt mega gut sind. Besonders eben an Bekannte, die so ein bisschen schon. Ja, Fältchen um die Haut haben und da passt halt wunderbar. Das ist eine milchige Flüssigkeit. Ich mache es tatsächlich auch so, wenn ich Serien nicht so regelmäßig verwende. Ich lasse die nicht im Badezimmer stehen und packe sie tatsächlich auch dann in den Kühlschrank. Ist vielleicht ungewöhnlich, Pflegeprodukte im Kühlschrank zu haben, aber dadurch sind sie halt ein bisschen länger haltbar, weil im Badezimmer hat man halt meistens immer ein Klima,
von so 20 Grad, vom Duschen ein bisschen feuchter und so. Das mögen dann so Produkte dann nicht ganz so. Aber es wird für mich kein Problem sein, das hier leer zu bekommen. Ich verwende es jetzt wieder im Wechsel mit dem Retinol. Ich wollte euch halt so realistisch wie möglich davon berichten und habe das mit der Creme alleine verwendet, um halt echt nicht abgelenkt zu sein. Also fettige Haut ist bei mir minimiert worden und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Poren auf meiner Nase auch ein bisschen kleiner geworden sind. Also du darfst da halt auch keine Wunder erwarten, wenn du von Natur aus wie ich eben größere Poren hast, dann wirst du von so einem Produkt auch nicht unbedingt kleinere Poren bekommen. Ne? Also so eine gewisse Spannkraft kriegt deine Haut dann schon auch wieder und das entspricht ja auch dann den Poren. Und man sieht es schon, finde ich. Also gerade auf der Nase bei mir. Ich möchte dir noch einen kleinen Tipp an die Hand geben. Der ist so simpel, aber so Produkte. Gerade so hochwertige Produkte mögen es oftmals nicht, wenn man Luft reinpumpt. Deswegen sich wirklich angewöhnen, Pipette zuerst rausholen auf diesen, ja, wie sagt man, Ponöppel, oben drauf drücken, reintun wieder und dann das Produkt rausholen. Und niemals irgendwie in zu einem Zustand da oben drauf drücken. Das ist nie gut. So Produkte mögen Luft einfach nicht so. Und wer eben so hochwertige Inhaltsstoffe auf dem Gesicht aufträgt, der sollte auch Sonnenschutz auftragen, weil da wäre mir einfach das Geld zu schade, wenn man schon hergeht und eben solche Produkte kauft und eben diesen Luxus auch genießt, dass man eben dann auch die Haut zusätzlich schützt. Also sträube dich nicht um das Thema Sonnenschutz. Das ist echt ein wichtiges Thema. No Make-up, sagt es eigentlich auch schon sinnbildlich, kein Make-up. Mir hat es damals unwahrscheinlich gefallen, als die Caro und ihr Vater zusammen bei DM ein Interview geführt haben und sie erzählt hat, dass ihre Angestellten und sie zu solchen Terminen, aber auch zum Essen ungeschminkt gehen. Ja, wenn du von deinem Produkt, das du verkaufst, überzeugt bist und Inhaltsstoffe eben verwendest, die etwas können, dann kannst du auch ungeschminkt zu solchen Terminen gehen. Das ist wirklich eine großartige Sache. Kommen wir zum Gewinnspiel. Ich darf drei von diesen Serien verlosen an euch. Ihr guckt unten im ersten Kommentar, was ihr zu tun habt. Ich habe im Laufe des Videos ein Wort versteckt. Dieses Wort schreibst du mir in die Kommentare. Zusätzlich möchte ich in den Kommentaren deinen Hauttyp wissen und was du dir von diesem Produkt erhoffst. Was soll dieses Produkt bei dir können? Schreib mir das gerne in die Kommentare. Denk nochmal daran. Ich verlose auch die Creme. Schau unter dem i, da kommst du zu dem Video. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.